klar. Du musst ja deinen Pokal halten. Der Maurice wollte nämlich eben schon mir Hilfe leisten. Und das brauchst du gar nicht, Maurice, weil heute sind wir für dich da. Denn du bist soeben deutscher Meister geworden in der Men's Physik 3. Unglaublich, ja. Unglaublich. Vor allen Dingen bei dem Teilnehmerfeld. Wahnsinn. Erzähl mal, gerade auch die Vorbereitung. Gab es Höhen, gab es Tiefen? Also erstmal habe ich 18 Wochen Zeit gehabt, mich vorzubereiten und war im März noch in LA unterwegs und deswegen habe ich erst Ende März entschieden, mich wirklich dann anzumelden für den Wettkampf in Berlin. Hatte dann bis dato auch eine gute Form und das war auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe. Insgesamt jetzt 19 Wochen Diät, 18 bis zu Berliner und ja. Also hat sich bezahlt gemacht, wa? Gut gelaufen. Cooles Ding. Ihr habt euch ja auch super verkauft und wir wissen natürlich alle, sowohl wir als auch die Fans, dass die Physikklassen verdammt schwer sind. Also da gibt es ja mal richtig Konkurrenz und auch für dich wird es gleich noch richtig Konkurrenz geben, weil ich habe deine Gegner jetzt fürs Gesamtsiegerstechen schon gesehen. Oh, wow, oh, oh, Maurice, das wird nochmal ein richtiger Kampf. Hast du Bock drauf? Ich habe richtig Bock drauf. Also auch bis an dieser Stelle möchte ich sagen, alle Athleten hatten wirklich eine sehr, sehr saubere Form. Alle, die ich heute gesehen habe, auch in Berlin. Aber es kann eben nur einer weiterkommen, es kann nur einer gewinnen und ich bin sehr gespannt. Ich bin schon sehr zufrieden und freue mich auf alles, was kommt. In der Men's Physik kann nur einer weiterkommen und das ist der Maurice gewesen. Glückwunsch an dieser Stelle. Vielleicht sehen wir uns gleich nochmal. Dankeschön. Danke.